In meinem nächsten Projekt muss ich etwa 100 Löcher in das Ende von solchen Pfosten bohren. Das habe ich zwar schon mal gemacht, indem ich die einfach einzeln eingespannt habe, die Löcher ausgemessen und dann mit dieser kleinen Bohrhilfe von Wolfcraft dafür gesorgt habe, dass die Löcher gerade werden. Aber es war doch eine mühselige Angelegenheit, auch nicht sehr genau, gar keine Wiederholgenauigkeit. Und deshalb zeige ich euch heute, wie ich aus meinem Wabeco-Bohrständer eine Horizontalbohrmaschine mache. Die erste Idee bestand darin, diesen alten Akkuschrauber, für den wir keinen Akku mehr haben, auszuschlachten. Zu diesem Zweck haben wir den Schrauber auseinandergenommen, ein 12-Volt-Netzteil angeschlossen und ihn so wieder zum Leben erweckt. Nach diesem Erfolgserlebnis habe ich mich an SketchUp gesetzt und diese Konstruktion entworfen. In der Mitte befindet sich eine runde Klemme, die den Bohrkopf aufnimmt, und mit Hilfe von Schubladengleitern kann man den Bohrkopf hin und her bewegen zum Bohren und vertikal verstellen, um die Höhe richtig einzustellen. Jetzt musste ich nur noch schnell testen, ob der Schrauber auch wirklich genug Saft hat, um 8 oder 10 mm Löcher zu bohren. Ja, da brauche ich wohl ein bisschen mehr Leistung. Zum Beispiel die 850 Watt meiner Kressbohrmaschine horizontal eingespannt in meinem Wabeco-Bohrständer. Was noch fehlt, ist eine Möglichkeit, viele Werkstücke exakt und wiederholgenau bohren zu können. Sprich, ich brauche einen Bohrtisch mit geeigneten Anschlägen. Das Ergebnis sieht ungefähr so aus, aber alles der Reihe nach. Als erstes brauche ich eine Vorrichtung, mit der ich die Siebdruckplatte fest mit dem Fuß des Bohrständers verbinden kann. Dazu gäbe es passende T-Nutsteine, aber mit einer M10-Mutter geht es genauso gut und erst noch zu einem Bruchteil des Preises. Damit ich den Bohrer genügend absenken kann, braucht die Siebdruckplatte noch einen Ausschnitt. Mist, die Absenkung reicht leider immer noch nicht. Aber wenn ich eine 19 mm MDF-Platte unterlege, sollte es reichen. Immerhin kann ich die Siebdruckplatte als Vorlage für die Bohrungen und den Ausschnitt verwenden. Die Platten werden vorerst nur auf der Außenseite mit 4 30 mm Schrauben verbunden. Auf der Innenseite muss ich noch warten, weil ich noch nicht genau weiß, wo die Bohrungen für die Anschläge hinkommen. Perfekt! Als nächstes ist der Längsanschlag an der Reihe. Siebdruckplatten sind sehr praktisch, um Werkzeuge zu bauen. Sie haben eine glatte Oberfläche und das Sperrholz hält sie stabil und sie verziehen sich nicht. Die glatte Oberfläche lässt sich aber auch sehr schlecht verleimen. Aus diesem Grund setze ich hier ein paar Rundübel. In meinem Blog findest du noch weitere Beiträge zur Herstellung dieser praktischen Stoppklötze und dem Umgang mit der Dübellehre. Aber noch ist es nicht Zeit zum Verleimen. Zuerst müssen noch die Querschlitze für die Einstellung des Längsanschlags gesägt werden. Damit ich nicht lange rechnen muss, wird einfach alles richtig angeordnet und dann kann ich die Tiefe nur noch ablesen und anzeichnen.
Der Fuß des Längsanschlags wiederum dient direkt als Schablone zum Anzeichnen der Bohrlöcher. Auf der Rückseite müssen die Bohrlöcher noch mit einem Forstenbohrer angesenkt werden, damit die Muttern Platz finden und die Basisplatte weiterhin plan auf dem Fuß des Bohrständers liegt. Jetzt kann der Längsanschlag verleimt werden. Die Dübel werden mit Holzleim verleimt und dazwischen verwende ich normalen Universalkleber. Damit später mit dem Anschlag wirklich präzis gebohrt werden kann, muss er genau im rechten Winkel verleimt sein. Für den Tiefenstopp habe ich zuerst eine Vorlage mit Papier erstellt und die Maße dann auf das Stück MDF und die Stahlschiene übertragen. Auch für den Tiefenstopp brauchen wir noch eine Bohrung. Der Einfachheit halber bohre ich zuerst von der Anzeichnung mit einem dünnen Bohrer durch das Brett durch und dann von der Rückseite zuerst mit dem Forstnerbohrer und dann mit dem normalen Bohrer. Damit ist der Bau meines Horizontalbohrtisches für den Wabeco-Bohrständer abgeschlossen. Wie man den Tisch verwendet, wie man ihn feintunet, alles einstellt und einsetzt, das zeige ich euch im nächsten Video. Vielen Dank fürs Zuschauen. Wenn dir das Video gefallen hat, dann klick doch auf den Daumen nach oben oder abonniere meinen Kanal, damit du die nächste Folge nicht verpasst. Auf Wiedersehen!